Wir machen weiter. Lassen wir uns nicht stören. Solange wie ich es mitkriege, ist alles in Ordnung. Dann kriegen wir es auch hin, dass das wieder läuft. So, weiter geht's hier. Einmal quer, bitte. Irgendwie gibt es eigentlich keinerlei Grund. Aber ja, es ist halt so. Keine Ahnung, warum das zurzeit passiert. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Jetzt scheint es irgendwie gerade zu passen. So wie es aussieht. Lass mal einfach mal weiterlaufen. Und hoffen, dass es klappt. Jo. Das ist natürlich auch geil. Hey, hey, hey. Was gibt's denn hier? Nichts? Ach doch. Ich habe ja gerade irgendwas weggebrannt, oder? Von unten. Und das ist aber doch eine Bockblindfestung, oder? So wie das aussieht. Da werde ich doch jetzt bestimmt fighten müssen. Jo. Alter Holzschild. Selber alter Holzschild. Ha. Oh, irgendwas brennt da. Tja, mit was schießen wir denn hier? Feuerfrucht, oder? Vermutlich. Wow! Oha! Oha, fuck, wie viele sind denn das? Oha, Monsterhorde. Das sieht aber gar nicht gut aus für mich. Das sieht aber gar nicht gut aus für mich. Das Game ist schon heftig, ne? Muss man sagen. Ja, ich meine, was soll passieren, ne? Wow. Hoppala, okay, das war meine erste Fee im Game. Schade, das ist ja übelst schwer. Alter Schwede. Na klar, erneut versuchen. Los geht's. Alter Schwede, ey, also hier so oft. Game over zu gehen, schon am Anfang, das ist schon sportlich. Ich finde es ja gut, ne? Also ich bin ja sowieso für ein bisschen härtere Games, sage ich mal, ein paar Herausforderungen. Das finde ich schon wirklich nice. Aber es ist nicht ganz ohne, das muss ich sagen. Es ist nicht ganz ohne. Aber fetzt. Ich war auch sehr defensiv jetzt, ne? War vielleicht auch so ein bisschen ein Problem. Ich würde ja allzu gern irgendwie von oben herein
Also was gebracht? Nicht so richtig, ne? Es sind aber auch viele, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und oh, 7, 8, 9 mit dem Dicken da oben. Puh. Uiuiui. Ich habe aber leider. Ich könnte halt ein bisschen mehr von diesen. Ich könnte ein bisschen mehr von diesen. Von diesen Bomben gebrauchen. Ja, das ist Quatsch. Hä? Ach, der hat kein Schild in der Hand, der Depp. Mensch! Wieso hast du kein Schild in der Hand? Idiot. Werden wir wohl diesen Typen hier hinkriegen? Komm schon hier, stärkste Waffe, los geht's. Alter Schwede, ey. Okay, da lässt er sich nicht beirren. Okay, der erste ist weg. Schwarze Bockblindhorn. Oh, das sieht auch gut aus. Vor allem jetzt schon schwarze Bockblind. Uiuiui. Stachelbockschild. Hartholzstock, okay. Den brauchen wir nicht, aber den könnte man eventuell. Nee, so. Den können wir vielleicht hier dran machen. Da habe ich halt eine höhere Reichweite. Aber so richtig. Pff, ich fühle mich nicht so ganz wohl, hier reinzugehen, ne? Muss ich ehrlicherweise sagen. Die machen mich platt da drin. Die machen mich platt da drin, das sehe ich. Aber ich könnte probieren. Will eigentlich irgendwas haben, was ich dahinter werfen kann. Warte mal, zum Beispiel könnte ich doch irgendeine Waffe nehmen. Oder ich mach's gleich so.
So. Die wissen ja gar nicht, wie ihnen geschieht. So, das war Nummer 2. Und jetzt habe ich die anderen gepult. Okay. Jetzt sind die anderen gepult. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Wie die sich aufstellen, hä? Um mich rundherum, die Säcke. Was? Okay, ich hätte wahrscheinlich zur Seite ausweichen, ne? Klar, wenn er frontal auf mich zukommt, muss ich zur Seite ausweichen, ich Depp. What the? Das ist irre, ey. Wie block ich den? Okay. Muss ich üben, das Blocken. Habe ich einfach noch nicht raus, ne? Wo ist meine Waffe? Keine Waffe mehr. What? Ritterschild? So, jetzt mache ich hier alle schön nacheinander. Du bleibst jetzt schön hier liegen. Meine Fresse, ey. Alter, sind die stark. Meine Güte. Irgendwie schaffe ich das. Irgendwie kriege ich das hin. Es ist ein krasser Kampf, aber ich will das natürlich schaffen. Pass mal auf. Ich habe noch eine Idee. Ich esse mal die Äpfel. Machen wir zuallererst. Und jetzt gucken wir uns mal noch ein paar Waffen aus. Moment. Diese Waffe. Machen wir Synthese rückgängig. Dann wählen wir die mal aus. Legen eine... Ja, genau den. Den lege ich auf den Boden. Warum kann ich das hier nicht aus der Tasche nehmen? Willst du mich verarschen? So, das sieht doch schon besser aus, oder? Habe ich doch erstmal eine schöne Waffe. Aber da oben ist halt noch der Dicke, ne? Und der macht mir wahrscheinlich noch zu schaffen. Blauer Bockblindhorn. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Naja, da ist der Dicke oben. Genau. Der könnte mir noch Probleme machen. Ich bin bescheuert. Ich bin so dumm. Ich habe eine Idee. Jetzt kommt mir die Idee. Ja, ich habe nicht dran gedacht, ne? Ich habe tatsächlich nicht dran gedacht. Ich kann doch... Ich kann doch auch noch da unten durchzeppen, oder? Deswegen konnte ich auch diese Dings hier unten wegmachen, diese Eisblöcke. Kann ich mich da unten durch teleportieren mit der einen Fähigkeit? Und komme dann wahrscheinlich hier irgendwo oberhalb raus.
Ah. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber natürlich, genau dafür ist es da, um Folgendes zu machen. Zack. Und aufsteigen. Und einmal durch, bitte. Oder lande ich hinter denen? Das ist schon krass, dass ich hier hinter denen lande. Aber das bringt mir ja jetzt gar nichts, oder? Außer... Ich nehme die Ultra Hand und sage, gib mir mal das Teil von da unten. Was ich ja von hier nicht erreiche. Ach, Menno. Das ist ja doof. Ich versuch's halt irgendwie schön zu machen, ne? Wir kriegen das hin. Und ob wir das hinkriegen. Ich brauche noch mal eine Waffe. Am besten wäre der Speer gewesen, aber nee, 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 ist irgendwie alles nicht so das Richtige. Jetzt Synthese, nee, warte, Synthese war hier. So, Reise-Zweihänder. Und den werfen wir und dann explodiert er. Und dann wissen die nämlich überhaupt nicht, von wo ich gekommen bin. Vielleicht weiß es aber auch doch. Guck mal, hier bin ich. Oha. Dann ist es gleich nur noch der Dicke. Dann ist es gleich nur noch der Dicke. Boxschild. Kann ich mitnehmen? Ja, kann ich. Sehr schön. Noch ein Boxschild. Sehr gut, sehr gut. Sportlich, ey. Aber der hat noch mal ordentlich HP. Da muss ich gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Scheiße. Jetzt habe ich mir das eingebrockt. Wow. Oh, das geht auch. Das hat weniger Schaden gemacht als gedacht, aber... Gott, war das eine Aufregung. Jawohl, läuft. Meine Güte.
Naja, war ja jetzt nicht so schlecht, ne? Nicht so schlecht. Bossbockhauer. Dieser gewaltige Hauer kann die Angriffskraft von Pfeilen erhöhen oder zusammen mit Kleingetier zur Medizin verarbeitet werden. Blauer Bossbockhorn. Ein axtähnliches Horn mit Lederband, das auf einen Anführer hinweist. An Waffenöl ist deren Angriffskraft spürbar. 16. Krass. Es dient aber auch der Medizinherstellung. Und ein Bossbockherz. Dieses seltene, grotesk aussehende Material ist ständig in Bewegung. Es kann zusammen mit Kleingetier zur Medizin gedingst werden. Soldaten-Zweihänder. Sehr schön. Nehmen wir auch mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dabei bin ich noch nicht mal richtig, ne? Fällt mir gerade auf. Ich hätte eigentlich mal noch woanders hingehen können. Naja. Ich wollte ja eigentlich zu dem leuchtenden Punkt dort. Auf der Map unten rechts. Ah ja, hier gibt es auch noch gute Sachen. Eine Vogelnuss, eine Wildbeere. Hier ein bisschen vorsichtig machen. Das war... ja, genau. Vorsichtig machen. Okay. Dass wir nicht die explosiven Fässer mit erwischen. Was haben wir hier noch? Ein Soldaten-Zweihänder. Den nehmen wir mit. Und zwar werfen wir den weg hier. So. Nice. Oh, was für eine Aufregung. Aber das hat Laune gemacht, sich da durchzukämpfen. Das war gut. Ein Hinox-Hammer. Diese Schlagwaffe wurde aus dem Ast eines sehr widerstandsfähigen Baums gefertigt. Ihre hohe Haltbarkeit hätte man ihr angesichts ihres Aussehens gar nicht so zugetraut. Tja. Ich schmeiß mal einen von denen raus hier. Doch, ich denke, das ist die richtige Wahl. Holzpfeil. Können wir gebrauchen. Da haben wir einige verbraucht. Jetzt in dem Moment. Bernstein nehmen wir natürlich auch mit. Sehr, sehr gern. Ist da noch was? Irgendwas leuchtet hier doch gerade noch, oder? Ah, es kann auch sein, dass das Dings durchgeleuchtet hat. Wow! Es ist wahrscheinlich wirklich irgendein Geräusch in dem Game, was mich die ganze Zeit Tatsache. Und zwar das Loslassen. Das ist auch widerstandsfähig, das Ding. Röstbarsch, Röstbarsch, Holzpfeil. Na gut. Ja, das war... Jetzt nicht die Glanzleistung hoch 10. Aber es war ganz cool. Schild mit Ritterschild. Wollte ich das? Das wollte ich doch gar nicht. Oder? Das ist auch nicht so schön, weil da habe ich mein Ritterschild eingebüßt. Oh, oh. Naja. Und gerade auch ein Pfeil. Aber okay. So ist das eben, ne? Konstruktbogen behalte ich mal. Ah, vielleicht auch nicht. Komm. Bockbogen ran. Alles easy. Okay, super. Komme ich hier hoch irgendwie? Sehen, ob es da noch was gibt. Vielleicht einen Krog? Na, aber 100 pro. Juhu! Nice! Krogity Krog, man! Dahin soll ich. Ja, mal sehen. Ja, wir versuchen natürlich jetzt erstmal zu diesem Punkt zu kommen, der irgendwie so unmittelbar vor uns liegt. Vielleicht heile ich mich auch mal. Also, der Schwierigkeitsgrad ist ordentlich, muss ich sagen. Der ist echt ordentlich. Finde ich, wie gesagt, sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob es jedermanns Sache ist.
Auf der anderen Seite, wenn du in anderen Zelda-Teilen einfach kreuz und quer gelaufen bist und dich auf sowas wie ich jetzt gerade eingelassen hast, dann musst du eben auch damit leben, dass du mal auf die Mappe kriegst. Das gehört dann einfach dazu, ganz klar. Wo bin ich denn jetzt? Vergessener Tempel. Okay. Soll ich jetzt hier runterspringen? Das jetzt gut ist, was ich tue. Wer ist denn hier? Hey! Was machst denn du hier? Impa? Ah, du bist Link. Ich hatte gehört, dass Prinzessin Zelda vermisst wird und du ebenfalls. Ich freue mich, dich gesund und munter zu sehen. Aber wo ist die Prinzessin? Tja, das ist genau die Frage. Was? Man weiß immer noch nicht, wo sich Prinzessin Zelda befindet, sagst du? Wenn das stimmt, dann könnten dir unsere Geoglyphenforschung vielleicht nützlich sein, Link. Jo, das versuche ich ja irgendwie rauszufinden. Ob die nützlich ist oder nicht. Ich bin, so wie es aussieht, auf dem richtigen Weg. Okay. Ich glaube, das Game ist insgesamt nicht mehr ganz so... Knochenbockbogen 24. Nicht mehr ganz so krass schnell kampflastig, sage ich mal. Wie der Vorgänger noch. Weil man tatsächlich gut überlegen muss, was man hier tut. Ich schätze mal, dass ich runter muss. Hm? Sieht doch zumindest so aus. Was ist mal los hier? Ich möchte da nicht durchkriechen. Eigentlich möchte ich nur darüber. Blöde ist, dass ich halt wirklich... Schleimgelee, weißes Schleimgelee und Eisfrucht. Klar, ich könnte natürlich auch jemanden einfrieren. Das kann ich natürlich auch jederzeit noch nutzen. Vielleicht renne ich auch einfach hin und hau den auf die Mappe. Oha. Nice, Sprungangriff OP. Sehr geil. Sehr geil. Das hat ganz gut geklappt. Eine Röstwildbeere. Sowas gibt's auch, ja. Interessant. Was haben wir hier? Ein Felsbrockenhammer. Und noch ein Bockblindhorn. So, Wildbeere, her damit. Ich könnte mal wieder was zum Kochen gebrauchen. Kann ich mir dann ja auch bald holen. Frostkraut nehmen wir auch mit. Sehr gut. Habe ich denn noch eine bessere Rüstung? Ja, Hyrule-Gewand. So, ein bisschen weniger Schaden nehmen. Wenigstens das. Auch wenn es nicht viel ist. Weiß gar nicht, ob das einfach gegengerechnet wird. Wahrscheinlich, oder? Habe ich das nicht aufgehoben? Doch, das war so... Ach, das war ein Knochenbockbogen. Ein Knochenbockbogen. Da schmeißen wir mal den Stachelbockbogen weg und nehmen den dafür mit. Er macht noch ein bisschen mehr Schaden. Geht wahrscheinlich schneller kaputt. Holzpfeil, Vogelnuss. Das ist schon eine geile Waffe, weil die so eine hohe Reichweite hat, ne? Muss ich sagen. Oh. Okay.
Hat er das ausgewichen hier, der Sack. Meine Güte, was ist denn hier los? Jetzt ist aber gut, du. Sollte ich vielleicht lieber nochmal was zum Heilen nehmen. Jetzt kann das ganz schnell andersrum gehen. Ein Loderkochobst. Ja, komm. Okay, nice. Holzschild nehmen wir mit. Kann man nicht mitnehmen, weil die Tasche voll ist. Okay. Ist sowieso weniger wert. Beziehungsweise bringt weniger. Schadensreduktion. Abwehr. Schadensreduktion. Einfacher Stock. Soldaten-Zweihänder, den könnte ich auch noch irgendwie. Gibt so viele Sachen und ich weiß nicht, mit was ich es kombinieren soll. Was passiert denn, wenn ich zum Beispiel hier noch eine Synthese drauf mache? Einfacher Stock und einfacher Stock, perfekt. Da haben wir immerhin schon 8. Okay, das funktioniert natürlich nicht. Warum sollte es auch? Weiß nicht, ob das Verschwendung ist mit diesem Ding, aber wir machen es einfach so. Ups. So war es nicht gedacht, aber okay. Da ist eine Waffe. Ein rostiger Zweihänder, okay. Den brauchen wir wahrscheinlich nicht, weil der genauso viel wert ist wie das andere hier auch. Höchstens. Nee, sieht ganz gut aus so. Eigentlich mag ich sehr in dem Game mit Zweihändern rumzulaufen. Knochenbockschild. Schmeiß das weg hier. Vogelnuss. Genuss. So. Bringt mir aber alles herzlich wenig hier unten. Ich dachte eigentlich, hier geht's noch weiter. Da habe ich mich wohl vertan. Nicht so schön. Da habe ich mich wohl vertan. Vielleicht dort oben. Hier oben. Warte mal. Da oben geht es auf jeden Fall noch weiter. Hoch mit uns. Los. Hey, da ist sogar ein Schrein. Das habe ich auch erwartet, dass hier einer kommt. Wenn es denn weitergeht. Sehr schön. Was ich noch nicht gesehen habe, ist ein Leune. Bin ich gespannt, wo mir da der erste begegnet. Aber die werden sich schon noch zeigen. Dann ist so Frostkraut-Gedöns. Oder Frostbeere. Die nehmen wir auch mal mit. Das Ding hier sieht sehr verdächtig aus. Wusste ich's doch. Ja, haha. Du hast mich gefunden. Ich. Ja, vielleicht. Das ist übrigens nur, weil ihr die Frechheit besitzt, wieder 900. Oder wie viel sind es in dem Game? Sind es mehr? Sind es mehr Korks als 900? Es wird wahrscheinlich was sein, was ich sowieso nie erreiche. Da ist Impa! Ich werd bekloppt. Impa, du geile Schlange.
schöne... Nee, das sage ich jetzt nicht. Jo, wir gehen mal rein.